Im Mannheimer Stadthaus N1 in der Innenstadt haben 500 Sprachwissenschaftler, Linguisten, Germanisten und Experten zur deutschen Sprache und Recht über die deutsche Sprache und Recht nachgedacht, referiert, diskutiert und sind zu Ergebnissen gekommen. Muss deutsche Sprache aber geschützt werden? Was sind die Ergebnisse einer dreitägigen Tagung zu deutscher Sprache und Recht? Welchen Stellenwert hat die deutsche Sprache in Europa? Dieses und mehr erfahren Sie in einem Gespräch mit dem Institutsleiter des Institutes für deutsche Sprache in Mannheim, Professor Dr. Gerhard Stickel. Womit haben Sie sich inhaltlich auseinandergesetzt? Nun, das war ein ganzer Fächer von Teilfragen über den Zusammenhang zwischen Recht und Sprache. Für uns Sprachwissenschaftler ist das Gebiet des Rechts und auch der öffentlichen Verwaltung besonders spannend und anregend, weil das nämlich ein Gegenstandsbereich ist, in dem nahezu ausschließlich sprachlich gehandelt wird. Also alles, was im Recht passiert, ist sprachlich, während es in anderen Lebensbereichen und Berufsfeldern natürlich auch zu handgreiflichem Tun kommt. Das macht die Sprachlichkeit macht für uns das Recht so faszinierend. Umgekehrt sind die Juristen an der Kooperation mit uns ganz offensichtlich interessiert, weil sie sich von uns hin und wieder auch Hinweise darauf versprechen, wie sie ihre Texte, ihre rechtssprachlichen Äußerungen doch hin und wieder noch ein bisschen verständlicher machen können, als sie es zurzeit sind. Welche Rolle spielt Sprache oder welchen Einfluss hat Sprache beim Recht? Ja, es gibt im Recht nichts anderes als Sprache. Alles, was im Recht geschieht, ist Sprache. Alles, was Richter sagen, was Anwälte schreiben, was im Gerichtssaal verhandelt wird, es ist überhaupt nicht denkbar, dass man Recht sprechen kann oder als Einzelner sein Recht bekommen kann ohne Sprache. Also die sind miteinander notwendig verquickt, es sei denn, dass man an irgendwelche Völker in der Südsee denkt, wo durch irgendwelche Zauberakte so etwas wie Gerechtigkeit hergestellt wird, aber nicht in einer entwickelten, offenen Demokratie, die sich als Rechtsstaat versteht. Zu welchen neuen Erkenntnissen sind Sie jetzt innerhalb Ihrer dreitägigen Tagung gekommen? Das wissen wir noch gar nicht. Denn so eine Tagung ist nicht so organisiert wie ein politischer Kongress, der mit einem abschließenden Ergebnis endet. Also ich bin sicher, die Teilnehmer, ich selbst eingeschlossen, haben eine Fülle von Anregungen bekommen, von neuen Gesichtspunkten, mit denen wir uns auch in der nächsten Zeit etwas intensiver befassen werden. Aber so kurz und bündig in einigen wenigen Sätzen lässt sich das Ergebnis einer solchen Tagung mit sehr vielen verschiedenen Teilnehmern gar nicht zusammenfassen. Das IDS, das Institut für Deutsche Sprache, was sind die Aufgaben des Institutes, womit beschäftigt sich das Institut? Das Institut für Deutsche Sprache ist die zentrale Forschungseinrichtung für die Landessprache. Es ist also die zentrale wissenschaftliche Einrichtung, in der die deutsche Sprache, so wie sie zurzeit tatsächlich gebraucht wird, untersucht wird und dokumentiert wird und wo auch untersucht wird, wie die neuere Sprachgeschichte, also wie das Deutsche zu dem geworden ist, was wir heute vorfinden. Die Sprache unterliegt Veränderungen, unterliegt Modetrends. Es gibt inzwischen auch Unionspolitiker, die gefordert haben, die deutsche Sprache zu schützen vor englischen und anderen Einflüssen. Was halten Sie davon? Wir waren, das Institut und ich selbst, waren an dieser Diskussion, an dieser öffentlichen Diskussion intensiv beteiligt. Und ich habe von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, dass ich die Ideen, ein Sprachschutzgesetz für Deutschland zu machen, sowohl für linguistischen wie auch für politischen Unfug. Es ist bei einem Sprachschutzgesetz nämlich erst einmal herauszufinden, wer wen vor was schützen soll. Wovor wollen wir uns schützen? Wollen wir die Sprache vor bestimmten Wörtern schützen oder wollen wir gar die Menschen, die diese Sprache gebrauchen, vor Veränderung dieser Sprache schützen? Also das wären erstmal Fragen, die geklärt werden müssen. Ansonsten ist mir bei der Vorstellung, dass man ein Sprachschutzgesetz in Deutschland macht, also sehr unwohl. Und ich werde auch künftig nicht nachlassen, mich dagegen auszusprechen. Trotzdem muss ich dazu etwas ergänzen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht was für unsere Sprache tun müssen. Selbstverständlich
ist es nötig, Sprachbewusstsein in der Öffentlichkeit zu wecken, zu Sprachkritik zu ermuntern, in der Schule auch das aufmerksame Lesen und Verstehen zu üben. Aber das kann man nicht erreichen, also eine Sprachentwicklung, eine positive kann man nicht erreichen, indem man durch geradezu polizeiartige Gesetze den Gebrauch bestimmter Wörter verbietet. Englisch und Französisch sind Weltsprachen, dazu hat es für Deutschen gereicht. Welchen Stellenwert hat die deutsche Sprache in Europa? Sie ist immerhin die Sprache der größten Sprechergruppe in der Europäischen Union. Also wenn man alle deutschsprachigen Staaten und Regionen zusammennehmen, dann gibt es knapp 100 Millionen Sprecher und Sprecherinnen der deutschen Sprache. Also insofern ist das rein von der Menge der Sprecher her gesehen die wichtigste, nein, nicht die wichtigste, aber sagen wir mal die sprecherstärkste Sprache in der Europäischen Union. Sie wird aber entsprechend dieser Sprecheranzahl bisher bei den europäischen Behörden noch nicht benutzt. Denn wir wissen, in Brüssel und in Straßburg ist die tägliche Arbeitssprache, sind die täglichen Arbeitssprachen Englisch und Französisch, wobei die Funktion des Französischen leider auch weiter zurückgeht. Und ich glaube, unsere Regierung ist gar nicht so schlecht beraten, wenn sie hin und wieder darauf hinweist, dass auch das Deutsche als Arbeitssprache bei den europäischen Behörden stärker berücksichtigt findet. In der 38. Jahrestagung im kommenden Jahr geht es um Deutsch von außen. Was hat man sich darunter vorzustellen? Ja, da geht es auch unter anderem um die Art und Weise, wie Menschen mit einer anderen Ausgangssprache das Deutsche sehen. Wir wollen natürlich gerade bei dieser Tagung im nächsten Jahr auch als deutsche Germanisten Neues von unserer Sprache lernen. Und zwar tun wir das, indem wir mithilfe unserer ungarischen, französischen, spanischen, englischen und italienischen Kollegen uns einmal sagen lassen, was das Besondere aus der Außenperspektive am Deutschen ist. Denn bei dieser Art der Diskussion und Betrachtungsweise lernen wir vielleicht das eine oder andere am Deutschen besser verstehen, als wenn wir in unserer muttersprachlichen Befangenheit etwas zu nah im Bild sind, um noch bestimmte Züge daran erkennen zu können. Das heißt, die Außenperspektive auf das Deutsche ist uns wichtig. Hinzu kommen wird dann natürlich, werden noch Gesichtspunkte hinzukommen, wie, ja, in welcher Weise wird das Deutsche als Sprache und wird deutsche Literatur derzeit im Ausland an den Universitäten und Schulen vermittelt. Auch das wollen wir bei dieser Tagung zum Thema machen. Nun gibt es nicht nur Ihr Institut, das sich mit deutscher Sprache beschäftigt. Gibt es eine Zusammenarbeit etwa mit dem Goethe-Institut oder anderen Universitäten? Mit den Universitäten im Forschungsbereich in vielerlei Weise. Hier zum Beispiel in der Universität Mannheim, dadurch, dass mehrere von uns gleichzeitig Professoren oder Dozenten sind, die zwar nicht so viel unterrichten und lehren wie unsere hauptamtlichen Kollegen in der Universität Mannheim, aber viele von uns machen Lehrveranstaltungen an der Universität Mannheim, aber auch an einigen anderen Universitäten. Was die Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut angeht, da gibt es verschiedene Formen des Kontakts. Ich selbst bin zum Beispiel Mitglied eines Beirats beim Goethe-Institut und mehrere meiner Institutskolleginnen und Kollegen gehen auch an die Auslandsinstitute des Goethe-Instituts, um dort Vorträge zu halten. Also da gibt es eine ganze Vielfalt von Formen der positiven Kooperation. Was wünschen Sie sich für die Zukunft in Sachen deutsche Sprache? Ich wünsche mir von meinen deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, dass sie vielleicht doch ein bisschen mehr Sinn für ihre eigene Sprache entwickeln. Gut, viele tun es, aber darüber hinaus haben wir bei Repräsentativumfragen ermittelt, das ist eine Umfrage, die ich selbst vor einiger Zeit mal veranstaltet habe, dass mehr als die Hälfte aller erwachsenen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland für sprachliche Fragen wenig oder überhaupt nicht Interesse haben. Und das, meine ich, ist schade, denn die Frage, was aus unserer Sprache wird, wie sie sich künftig weiterentwickelt, hängt ganz entschieden damit zusammen, wie sehr wir selbst an dieser Sprache interessiert sind und wie wichtig sie uns ist. Mit anderen Personen, die eben auch professionell an solche Texte herangehen, für mich sind das einfach immer wieder die Kolleginnen und Kollegen in Wiesbaden. Das sind aber auch genauso gut eben die anderen wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Bundestagsverwaltung, denn mit denen spreche ich ja nur wirklich in der Sprache.
Sprache für mich ab. Die Besonderheit ist dann vielleicht die, dass der dass die Linguistik einfach beitragen kann, Erklärungsmuster zu finden, zu benennen, ohne jetzt zu verallgemeinern und irgendwelche subjektiven Empfindungen Postulaten zu erheben. Es ist klar geworden, dass sich Verständlichkeit nicht auf Aspekte der Wortwahl und des Stils beschränken lässt, sondern eine Sache der Textarbeit ist und nicht einmal hier stehen bleibt, sondern letztlich das Rechtssystem selbst und damit die Gesellschaft betrifft. Die nächste 38. Jahrestagung in 2001 findet zum Thema deutsche Sprache von außen statt. Die nächste Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache, meine Damen und Herren, wird stattfinden vom 12. bis 14. März 2002 und sie hat den Arbeitstitel Deutsch von außen. Das war XXL Info, Ihr Magazin für Rhein-Main-Neckar. Uns gibt es auch im Internet unter www.xxl-info.de.vu. Zweite Internetadresse http://hrmnews.hypermacht.net. Kennen Sie schon unser Angebot im Internet www.xxl-info.gesundheit.de.vu? Wenn noch nicht, dann sollten Sie reinklicken. Das war's für heute. XXL Info, Ihr Magazin für Rhein-Main-Neckar. Ich sage Tschüss. Bleiben Sie gesund. Wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Peklam. Und bitte nicht vergessen, einschalten, wenn es demnächst heißt XXL Info, Ihr Magazin für Rhein-Main-Neckar.